Wir befinden uns hier auf dem Lindenhof in Zürich, auf dem kleinen Hügel in der Mitte der Stadt, der schon vor langer, langer Zeit den Römern als einen Ort der Sicherheit gegolten hat. Und um Sicherheit geht es auch heute bei der Aktienauswahl. Ich habe meine persönliche Top-10-Liste hier vor mir erhalten heute und ich habe gesehen, Atlas Copco ist Nummer 1, ein Unternehmen, das ich schon gekauft habe. Das muss ich nicht nochmals kaufen. Was mir dann gefallen hat, ist Investor. Ein Holdingunternehmen aus Schweden. Ich habe das Unternehmen genau angeschaut und am Schluss dann entschieden, warum muss ich Investor kaufen, wenn ich nicht auch die Aktien selbst kaufen kann, die Investor schon hält. Wenn ich ein Multisektor-Holding-Unternehmen kaufe, wie das hier heißt, Berkshire Hathaway ist auch ein solches Unternehmen, dann habe ich ja das Problem, dass ich noch etwas bezahle für etwas, was mir gar nichts bringt, nämlich die Managementgesellschaft. Ich kann die Aktien selber kaufen. Ich kaufe als Investor nicht, fand dann ASML sehr spannend, im Semiconductor-Bereich, aber leider mit einem unglaublich schlechten Value-Rating. Der Aktienkurs ist explodiert, jetzt ist der Value wirklich unten und dann hat noch der CEO gewechselt, also nur Unsicherheit in meiner Meinung. Und dann bin ich beim Unternehmen gelandet, das Securitas heißt, Sicherheit. Und da hat es bei mir ein bisschen geläutert. Und ich habe gesagt, Sicherheit, das ist etwas, das heute zählt. Es wird immer unsicherer. Und gerade Sicherheitsunternehmen, die sicherstellen, dass man sich nicht unsicher fühlt, ist doch etwas, das mit Sicherheit gut in das Portfolio passt. Das war meine Entscheidung. Ich habe dann Securitas ausgewählt, gekauft mit meinen 5.000 Franken. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer Entscheidung.